Taschen, Leute, und herzlich willkommen hier beim 99 Damage Late Talk in der 99 Damage Liga. Wir möchten uns erst einmal ganz herzlich bei euch entschuldigen für die Verspätung, die wir am heutigen Tage hier vollzogen haben. Manchmal steckt man einfach nicht drin im Technikdetail, so ist es. Ich denke, das kann jeder, der sich im Internet zu Hause auch bewegt mit seinem Rechner, nachvollziehen. Manchmal ist der Wurm drin und so war es dann halt heute mal bei uns. Wir bitten euch da gnädigst um Entschuldigung und werden heute eine ganz verkürzte Version des 99 Liga Talks vornehmen. Und heute an meiner Seite ist auch gar nicht der Marvin, wie sonst immer, sondern der gute Desray. Hi Desray. Servus. Ja, das merkt man immer ganz gut an den technischen Problemen, dass das von Shinsky zu Desray gewechselt hat. Aber ich freue mich, das Thema mit dir machen zu dürfen, auch wenn es heute die Turbo-Version leider sein muss. Ja, kein Problem. Wie gesagt, das ist ja, ich hatte selbst die ganze Woche lang über Internet Probleme. Keiner konnte mir helfen, kein Techniker, kein Support, kein niemand. Und auf einmal ging es dann wieder. Also ist scheiße, aber ist wie es ist. Gut, lass uns loslegen. Kein langes Blabla. Spieltag 3 der Division 1. Wir haben bereits ungefähr ein Drittel der Liga hinter uns gelassen. Lass uns doch mal einen Blick auf die Ergebnisse aus der Division 1 gemeinsam werfen und mal gucken, was da so passiert ist. Denn es waren tatsächlich einige Überraschungen dabei. Jawohl, so sieht's aus. Also ich würde sagen, Pixlick gegen Entropy, das 1-1, das kann man so stehen lassen. Gerade auf der zweiten Map nochmal eine sehr, sehr knappe Kiste. Mirage hieß es da. Ich denke, das zweite Ergebnis, Unicorns of Love gegen Big Omen Academy. Ich möchte den Jungs von Big Omen Academy da nicht immer irgendwie einen reinschlagen, aber bis jetzt gab es eben noch keine Map für sie, auch wettbewerbsübergreifend. Von dem her, bei ihnen läuft es aktuell noch nicht so, ist aber auch ein frisch zusammengewürfeltes Team. Von dem her, dass die Unicorns of Love da vorne liegen, ich glaube, das weniger eine Überraschung. 16-1? Das war, ja, das war dann schon sehr, sehr deutlich. War Overpass. Umso taktischer die Map wird, umso eher setzt sich, glaube ich, das Team durch, was strukturierter ist, was länger zusammenspielt, was erfahrener ist. Das ist schon bitter. Aber wie du es bereits angesprochen hast, mit dem Ergebnis hat tatsächlich jeder gerechnet. Wir haben ja unser Tippspiel am Laufen und da waren tatsächlich sogar die Zuschauer gemeinsam mit Marvin und mir einer Meinung. Also das ist sehr selten, dass wir alle drei das gleiche Ergebnis tippen und so ist es dann auch gekommen. NLG gegen DeftFox, 2-0 Sieg für NLG, auch relativ souverän, zumindest die eine Map, die andere war ein bisschen knapper. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass NLG jetzt reingekommen ist in die Liga, nachdem sie ja am ersten Spieltag 2-0 verloren haben gegen die Sissy State Punks und man schon so dachte, na hoppla, was ist da passiert? Haben sie jetzt zumindest das Ruder rumreißen können. E-Sports Rhein-Neckar 1-1, sehr leistungsgerechtes Unentschieden gegen eben angesprochene Sissy State Punks. 16-11, 14-16, das ist tatsächlich dann, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. War gar nicht so erwartet worden. Alle hatten auf die Sissy State Punks gesetzt, aber E-Sports Rhein-Neckar hat sich da teuer verkauft. Ja, ich glaube, da waren viele noch so ein kleines bisschen geblendet von dem ersten Spieltag, wo die Sissy State Punks direkt erstmal zeigen konnten, dass sie es mit NLG aufnehmen können. E-Sports Rhein-Neckar ansonsten natürlich absolut nicht zu unterschätzen, aber ich hätte die Sissy State Punks da auf jeden Fall auch vorne gesehen in der Konstellation. Ich glaube, das Ergebnis, was danach kommt, das ist das, was die Münder hat offen stehen lassen wahrscheinlich. Ja, Kovana gegen Epic Dudes, ein 1-1. Da hatten wirklich alle ein 2-0 gesehen für Kovana, die ja auch sehr, sehr stark in die Saison gestartet sind und die Epic Dudes auf der anderen Seite nicht ganz so überzeugen konnten. Und dann verliert Kovana tatsächlich eine Map. Wie kann man sich das erklären, dass da Kovana jetzt auf einmal schon schwächelt? Also ich habe es mir so erklärt, dass die Map-Wahl eventuell auch eine gewisse Bedeutung gespielt hat. Wenn man sich mal anguckt, was auch die Epic Dudes in der ESC Advanced spielen, da ist Vertigo auch eher in der Minderheit vertreten. Von dem her gehe ich erstmal davon aus, dass man per Map-Veto die Map schon gar nicht mit in Betracht gezogen hat. Und dann sah es auch erst so aus, als gäbe es eine Möglichkeit für Kovana Gaming, die 9-6 zur Halbzeit geführt haben. Und 6 CT-Runden auf Vertigo, das ist noch okay, aber war jetzt nichts, wo man gedacht hat, da wird was draus. Und dann konnte man sich halt wirklich sehr, sehr stark zeigen. Vor allem eben auch noch eine starke T-AWP in Boosty gefunden. Und ja, mich hat es überrascht auf Vertigo. Man konnte es aber auf der zweiten Map dann das Machtverhältnis wieder ein bisschen klarstellen von Kovana Seite aus. Nichtsdestotrotz gibt man einen wichtigen Punkt ab, der dann am Ende vielleicht darüber entscheiden könnte, wo man dann in den Playoffs startet. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Lass uns doch mal einen Blick gemeinsam auf die Tabelle werfen und mal gucken, wie da der aktuelle Stand ist. Da hat sich nämlich tatsächlich einiges getan.
Jawohl, so sieht's aus, wenn wir da mal ein bisschen, ja gut, im Keller hat sich nichts getan. Wenn wir da drauf gucken, sehen wir Big Das Omen sowieso. Academy leider noch nicht da weggekommen. Wer weiß, was die Season noch passiert. Und ganz oben dicht gedrängt, Sissy Statepunk, Skovana Gaming. Vorher waren die beiden natürlich komplett nach oben geschossen, haben sich auch immer schon gebettelt. Beide jetzt mit einer Map-Niederlage da drinne. Und dahinter, ja, da schachelt sich's halt sehr, sehr dicht. Und da sind auch noch große Namen, die vielleicht noch nicht auf dem Platz angekommen sind, wo sie hingehören. Wenn ich da auf Unicorns of Love beispielsweise blicke, wo denke ich noch einiges möglich ist nach oben. Wie bereits angesprochen, die Playoffs, das ist ja das Wichtige, wo alle Teams hingucken. Die ersten sechs Teams kommen in die Playoffs am Ende der Saison. Da ist es dann quasi nur noch wichtig mit dem Seeding. Also der Sechstplatzierte hat natürlich die schlechtesten Bedingungen dann, wenn es losgeht, in die großen Playoffs. Ja, aber wenn man sich die Tabelle jetzt mal so anguckt, unter den unteren Plätzen, Entropy, Big Omen Academy, eSports Rhein-Neckar und dann auch noch die Epic Dudes zurzeit, das sind dann tatsächlich aber auch schon die Namen, die man eher so im unteren Drittel erwarten würde. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht trotzdem irgendeine große Überraschung bisher, je nach den ersten drei Spieltagen? Für mich ist es Pixslip Gaming auf jeden Fall, wo ich bei dem Lineup noch nicht so ganz sicher war, wie das Ganze laufen wird. Die aber gerade durch diesen, ja, durch diese, wie soll man sagen, diese Institution in Form von Tarsin, glaube ich, sehr viel Struktur in dem Team drin haben. Er, der auch eine sehr spezielle Rolle nochmal ausübt, Defran als sehr starker AWP. Das Ganze hat sich in den ersten Spieltagen erfolgreicher gezeigt, als ich es erstmal für möglich gehalten hätte. Waren ja auch schon vorher als Snowork mit drin. Jetzt Pixslip Gaming ist ja nur das neue Orga-Branding. Aber dass sie da wirklich auf dem Niveau so gut mithalten können gerade und dass sie für mich mittlerweile auch in vielen Matchups zum Favorit zählen, das hätte ich vorher zumindest nicht gedacht. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, wie es für die Jungs von Pixslip Gaming weitergeht. Und am besten werfen wir dazu mal einen Blick auf den aktuellen Spielstand, der ja heute im Anschluss direkt an diesen verkürzten Talk dann auch stattfinden wird. Wir haben natürlich wieder einige interessante Begegnungen dabei, wobei man sagen muss, dass auch zwei Matches verschoben worden sind. Da gab es ein paar Komplikationen bezüglich der Terminfindung. In Counter-Strike, wisst ihr ja selbst, gibt es quasi gefühlt jeden Tag zwei wichtige Spiele. Und so sind die Partien Sissy Statepunks gegen die Unicorns of Love sowie NLG gegen Kobana Gaming. Ich glaube, da hatten eigentlich alle richtig Bock drauf auf Das diese Top-Spiel, Begegnung. ja. Ah, die sind leider erstmal verschoben worden auf den 11.05., auf diesen Wildcard-Spieltag, ließ sich nicht verhindern. Ansonsten geht es heute hier um 19 Uhr los mit den Epic Dudes gegen die bereits angesprochenen Jungs von Pixslip Gaming. Jetzt gibt es was Besonderes, lieber Desray. Normalerweise sitzt da drüben ja Marvin und der spielt mit mir immer und den Zuschauern unser beliebtes Tippspiel. Also zumindest ist es bei mir beliebt, ich finde es geil. Und deshalb musst du heute einspringen. Ja, Ja, mache ich sehr gerne. Sehr, sehr du gerne. bist übrigens auch dran. Also eigentlich wäre Marvin dran, aber jetzt bist du dran. Das heißt, Epic Dudes gegen Pixslip Gaming. Was sagst du? Wie geht's aus? Also ich habe jetzt natürlich gerade gesagt, dass ich Pixslip Gaming immer als Favorit sehe. Deswegen wäre es natürlich jetzt merkwürdig, wenn ich jetzt gegen sie argumentiere. Muss aber auch sagen, dass die Epic Dudes bis auf den ersten Spieltag mich echt überzeugt haben. Von dem her denke ich sehr, sehr stark, dass wir da eine Teilung sehen werden. 1 zu 1. What? Okay. Nee, 2-0 Pixslip. Okay. We Da will see. Bin ich knallhart. Also die sind gerade richtig on fire, glaube ich. Epic Dudes, du hast recht, die hatten gerade auch ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da die Formkurve bei Pixslip weiter nach oben zeigen wird. Alles auf Schwarz. eSport Rhein-Neckar gegen Team Deft Fox. Finde ich schwer. Team DeftFox eigentlich ganz gut reingekommen in die Saison. eSport Rhein-Neckar allerdings schon sehr lange mit dabei, sehr erfahren inzwischen schon. Die können auch über schlechte Spiele, glaube ich, was lernen. Da sehe ich beide Teams eigentlich halbwegs leistungsgleich und werde hier auf ein 1 zu 1 gehen. Ich rede dir ungern nach dem Mund, aber ich glaube, das wäre auch das Erste, was mir vorgeschwebt hätte. Auch wenn DeftFox mich gerade mit dem Spiel gegen die Epic Dudes sehr, sehr stark überzeugt hat. Würde ich doch auch sehr, sehr stark denken, dass das eine map-abhängige Geschichte ist und dass am Ende jeder seinen Pick hier auch holt. Von dem her muss ich doppeln. Leider Gottes. Klar, kein Problem. Dritte Partie, die dann morgen Abend stattfinden wird, Entropy gegen Big Omen Academy. Und vielleicht schon so ein kleines bisschen die Frage, für wen geht es ganz nach unten? Also wenn Big Omen Academy das Ding auch wieder 2-0 verliert und man nach vier Spieltagen noch mit 0 Punkten dasteht, wow, dann wird es bitter. Dann Dein wird Tipp es bitter, bitte. ja.
Also ich möchte Big Open Academy wirklich kein Unrecht tun, aber ich gehe doch stark davon aus, dass Entropy sich hier mit dem 2:0 durchsetzen wird. 2 zu 0 Entropie. Tja, So leid ehrlich es mir auch gesagt, tut. ja. Ich würde auch echt gerne Big einen Punkt gönnen. Die waren so schwach jetzt. Ja. Nee, da bin ich auch 2-0 für Entropie. Tut mir auch leid an der Stelle, aber ey, da müssen wir nach den bisherigen Leistungen urteilen und die waren halt leider echt nicht stark bei Big. Ne? Die waren leider echt nicht stark Immer bei wieder gute Big Omen Ansätze, ne? Academy. Das muss man sagen. Dafür, dass es halt zusammengewürfeltes, zusammengecastetes Team ist, muss man erstmal auf dem Niveau hier mithalten. Und Klassenerhalt wäre schon insane, wenn das direkt klappt. Von dem her, ja, mal gucken. Ja. Ich gönne Ihnen noch ein paar Maps über die Season, auf jeden Fall. Ja, wir sicherlich auch. Gönnen tut's Ihnen alle. Liebe Zuschauer, für euch da draußen ganz wichtig. Ihr wisst ja bereits, dass immer kurz vor dem Beginn einer Partie auf Twitter die Begegnung bekannt gegeben wird, bei der ihr dann auch mitvoten könnt und abstimmen könnt, wer ihr glaubt, der denn an diesem Tag das Spiel gewinnen wird. Und euer Voting fließt dann in unser Tippspiel ein. Im Augenblick ist der Spielstand, Marvin führt mit 8 Punkten, vor mir mit 6 Punkten und dahinter im aktuellen Zustand ihr, liebe Zuschauer, mit nur 5 Punkten. Deshalb gebt da mal ordentlich Gas, lasst ein bisschen Liebe auf Twitter da und macht bei unserem Tippspiel mit, bei dem es übrigens nichts zu gewinnen gibt. Aber davon ganz viel. Ja, ganz viel nichts, ganz viel nichts. Gut, dann haben wir jetzt die erste Division abgeschlossen und normalerweise würde jetzt an dieser Stelle die Div 2 folgen. Allerdings sind wir halt heute schon so spät dran, dass ich sagen würde, lieber Desiree, lass uns einfach mal kurz einen Blick auf die Tabellen werfen für die Division 2.1 und 2.2, dass wir das auf jeden Fall noch mit abdecken und danach müssen wir wirklich unseren Gast hochholen, denn Paddy ist heute da von No Limit Gaming. Und es wäre natürlich unfair, wenn der darunter leiden muss, dass wir hier es verkackt haben. Lieber Desray, dann lass uns doch mal einen Blick werfen auf die Tabelle 2.1. Jawohl. Onyx, ganz oben dran. Jawohl, das Team, wo sich die Geister streiten, das serbische Team, konnte sich erstmal sehr, sehr gut zeigen. Ist die erste Season für sie. Sie haben natürlich außerhalb der 90er Liga schon genug Erfahrung gesammelt. Von dem her, sie da ganz oben. Keine große Überraschung. Auch die Playing Ducks, TT Willhaben, die sich auch im konkurrenzdeutschen Wettbewerb sehr, sehr gut präsentieren und mir mittlerweile echt gut gefallen. Eine starke AWP dabei haben. Vom Weg, also von dem her erstmal das, was wir für den oberen drei Plätzen sehen, für mich grundsätzlich erwartbar. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein Team Skin Baron, was weiter mitmischt. Die Weisen noch nicht so besonders eingegriffen und Troublemaker bisher noch mit überhaupt gar keiner Begegnung. Da können wir tatsächlich noch überhaupt nichts zu sagen zur Spielstärke des Teams. Die haben zumindest bei uns in der Division noch nicht gespielt. Schauen wir mal, was es da noch mit den Jungs auf sich hat. Dann noch einen kurzen Blick auf 2-2, würde ich sagen, damit wir das wenigstens noch komplettiert kriegen. Jawohl. Und auch da sehen wir auch mal einen bekannten Namen natürlich wieder. Die Young Punks sind ja auch mit am Start, die sich bis jetzt noch immer noch nicht so einigen konnten, sehr paritätisch unterwegs sind und immer bis jetzt nur 1-1 gespielt haben. Aber sehr, sehr cool, dass auch die jungen Punks sich da so gut zeigen können. Ja, tatsächlich, das ist ja sozusagen sowas wie das Academy-Team von den Sissy State Punks und immerhin 3 Punkte hat man schon mitgenommen. Ansonsten Vicious and Evil auf Platz 1 aktuell, der Dynamic-Clan auf Platz 3, dann Wookie Esports, Colossus Ryzen, Kovana Academy, V4 Gaming und Plan B aktuell mit 1 zu 1 erst ein Spiel. Da sind wir natürlich alle gespannt. Das Team kennt man ja bereits bei uns in der 99-Liga, der Name ist bekannt und ich denke, da wird es auch wieder weiter nach oben gehen. Aber aktuell bisher auf Rang 9 mit nur einem Punkt und auf dem letzten Platz Recast Gaming. Sehr interessant, mit einer positiven Map-Bilanz, trotzdem letzter. Das sieht man auch nicht alle Tage und wird sicherlich auch nicht bis zum Ende der Saison so bleiben. Ich denke auch, da generell schon allein aus dem Grund, dass alle nicht die gleiche Map-Anzahl haben, ist natürlich schwierig, erstmal noch auf die Tabelle zu schauen, aber so einen kleinen Ausblick kann man damit natürlich schon mal geben. Ja, ist halt unser Job. Hä? So müssen wir es halt That, handhaben. that's true. Gut, lieber Despray, dann würde ich sagen, bleibt es an dir, den guten Paddy mal hochzuholen. Wir Jawohl. haben, glaube ich, heute leider kein Kamerabild von ihm da, sondern wir haben ihn nur im Audio, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Jawohl, da muss ich auch noch mal ganz ehrlich sagen,
viel technische Probleme von meiner Seite aus. Vermutlich hat auch das irgendeinen technischen Hintergrund leider auf meiner Seite. Paddy ist uns jetzt zugeschaltet. Auch an dich nochmal Entschuldigung für die technischen Probleme unsererseits, aber natürlich auch herzlich willkommen hier. Hallo, nee, alles gut, passiert halt manchmal, ne? Steckst du nicht drin in der Scheiße, nee, ist so. Manchmal ist es halt einfach so, was soll man sagen. Paddy, lass uns mal noch ein bisschen quatschen, ein bisschen Zeit haben wir ja tatsächlich noch. Euer Roster ist ja am Anfang der Saison bei NLG eingestiegen. Ihr seid letzte Saison Meister geworden, noch unter einer anderen Flagge. Mich interessiert persönlich daran, wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? Ist die neue Organisation NLG auf euch zugekommen und hat gesagt, ja, hör mal, wenn bei euch Feierabend ist, dann nehmen wir dich und dich gleich unter Vertrag? Oder hattet ihr so eine Art Bewerbung rausgeschickt von wegen, hey, wir suchen ein neues Line-Up, eine neue Orga, die uns da unterstützt? Wie war da der Weg für euch? Also nachdem wir wussten, dass es mit Penta eigentlich nicht mehr weitergeht, mit unserer alten Orga haben wir halt, wie du schon sagst, auch so ein bisschen Bewerbung reingeschickt. Natürlich kannte man sich von NLG und wir kannten uns halt alle. Und dann kamen wir eigentlich relativ zügig ins Gespräch miteinander und dann ging es halt nur noch um die Verhandlung. Und dann natürlich eine sehr gute Organisation, der wir jetzt beigetreten sind, die sehr viel Herz auch in CS legt. Also sind wir da komplett glücklich, dass wir die Organisation bekommen haben. Wenn du sagst, da wurde ein bisschen verhandelt, wer hat bei euch verhandelt? Wer hat die Vertragsgespräche geführt? Wir alle so ein bisschen. Also wer ist am besten weggekommen? Nee, jeder ist gut weggekommen. Also alles gut. Da muss keiner irgendwie. Keiner muss hungern. Genau. Also jeder hat sein Brot und sein Wasser auf dem Tisch. Ah, sehr schön. Viele Experten und auch die Zuschauer natürlich, so wie wir, trauen euch ja auch diese Saison relativ viel zu, weil das Line-Up ja so eigentlich komplett zusammengeblieben ist. Was hat sich vielleicht trotzdem verändert in der neuen Organisation? Gibt es da irgendwie andere Trainingsabläufe oder ist auch da eigentlich alles gleich geblieben und ihr habt nur ein neues Logo auf dem Trikot? Ja, also wir haben ja einen neuen Coach, der macht sehr, sehr viel Theorie für uns. Der sucht sehr viel raus und ne, ob es jetzt Setups sind oder Pistols oder halt für die Gegner. Dann haben wir natürlich noch einen neuen Analysten, der halt gegen die Gegner guckt, also was die Gegner spielen und sowas. Das ist halt neu, das ist halt ein bisschen uns Arbeit abnehmen. Aber wir haben momentan sehr, sehr viel Arbeit, was die Ligen betrifft. Also jetzt ist ja Isaiah zum Glück mal vorbei, Isaiah Advanced. Und jetzt haben wir ein bisschen Puffer, aber sonst hatten wir wirklich jeden Tag fast noch Fische. Und so konnten wir dann halt kaum vernünftig pracken, sodass wir mal wirklich einen Prack-Day haben, außer den Sonntag, wo wir ganz normal pracken können, ne? Ist das nicht so, dass man sagen kann, beste Training sind eigentlich Officials? Verliert man da einfach zu viel Theorie oder lernt man nichts Neues mehr? Oder warum sagst du, dass es halt so ein, ist es so wirklich so ein Nachteil, wenn man einfach zockt, anstatt sich dediziert zu trainieren, Sessions zusammenzusetzen? Also wir haben halt nun mal auch einen 7-Map-Pool, also wir spielen halt alle Maps und das Problem ist halt, dass wir irgendeine Map immer dann irgendwie in den Hintergrund gerät, weil wir einfach nicht die Zeit dazu haben. Und wenn wir zum Beispiel im Fullzeit-Team, dann haben wir halt einfach die Zeit, jede Map uns jede Woche anzugucken und so kommt halt immer eine Map dann zu kurz, weil wir halt in einer Woche auf einmal 5-mal Overpass spielen und nicht einmal Mirage. Und in der anderen Woche ist es dann auf einmal, keine Ahnung, Crane 4-mal und dafür die anderen Maps nicht. Weißt du, was ich meine? Und da ist natürlich dann Pracken dann umso besser, weil man halt einen viel besseren Zirkel hat zum Trainieren. Wie kann man sich das generell vorstellen? Du hast ja gerade schon gesagt, viel Theoriearbeit von, ich bin mir nicht ganz sicher, Schwabi. Ja. Er hat es mittlerweile Schwab, glaube ich auch, ist der Name, den er drin hat bei einer Intent Damage. Nenn ihn Schwabi, wie du willst. Schwabi finde ich wunderbar, den kaufe ich. Schwabi finde ich auch süß. Wie kann man sich das genau vorstellen? Welchen Input gibt er dir, gibt er euch? In welcher Form? Wie genau läuft das ab? Also je nachdem, was wir wollen. Also wenn wir mehr wollen, dass er unser Spiel auch analysiert, jetzt zum Beispiel von den Officials, dann macht er das. Wenn wir wollen, dass er gerne mal Pistols raussuchen soll oder halt neue Setups, neue Taktiken, dann macht er das. Er guckt aber auch manchmal einfach nur zu und sagt uns die Fehler, welche wir machen. Ne? Also ist sehr flexibel, was das betrifft. Und je nachdem, was wir brauchen, das macht er dann halt auch. Ne? Sind hauptsächlich im Kontakt mit Red oder ist das dann nee, auch mit allen. So ein 6er-Teamspeak-Runde quasi? Also meistens dann mit Xen, mir und Red so. Und das sind dann halt, also wir sprechen dann meistens mit ihm. Die haben auch eine eigene Gruppe sogar, wo die dann nochmal ein bisschen was quatschen über Taktiken und sowas und was man vorhat. Aber ist eigentlich sehr immer offen gehalten. Je nachdem, wenn jemand was anspricht, was wir gerne trainieren sollen oder wollen, dann machen wir das auch. Und dann bereitet er sich auch so darauf vor. Ich finde das ganz witzig, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal so, dass es
quasi die Bahnschranke in die Richtung fällt. Also, dass ihr sagt, hey, lieber Coach, wir haben das und das, das würden wir ganz gerne trainieren, bereite uns da mal was vor. Ich dachte dass tatsächlich, dass es anders laufen würde, dass der Coach sagen würde, guck mal, ich habe was vorbereitet, du bist da, kacke, mach mal das und du trainier mal jetzt da den Hop auf der Stelle. Aber bei euch ist es auch so, dass ihr quasi dem Coach Input gebt, was ihr gerne lernen würdet? Es ist unterschiedlich. Also auch so, wie du sagst, also manchmal sagt er auch, okay, lass mir jetzt eine Stunde Theorie machen, ich habe was für euch. Mhm. So, das ist auf jeden Fall auch mit drin. Aber halt auch, wie gesagt, andersrum. Also wenn wir sagen, irgendwie fühlen wir uns da noch nicht wohl, kannst du uns da was raussuchen. So, wenn er das hat, dann sagt er, ja, okay, das habe ich auch gesehen, ich suche mal was raus. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, so geben und nehmen. Ja. Finde ich cool, aber das heißt, da findet ja auch schon eine Selbstanalyse bei euch im Team dann statt, ne? Dass ihr selbst seht, okay, wir haben da und da noch Makel oder da und da noch Nachholbedarf. Finde ich cool, dass ihr da selbst von euch aus quasi auch eure eigenen Kritiker seid und euch da selbst sozusagen pusht. Also das finde ich cool. Hört sich gut an. Also das ist auf jeden Fall, ist halt, manchmal sehen wir was halt nicht und manchmal er nicht, aber so ist es dann halt aufgeteilt meistens. Gut, dann lass uns mal kurz zurückkommen auf die aktuelle Saison. Ich habe ja mit Marvin am Anfang der Season ein bisschen gequatscht, wen wir so als Favoriten sehen, wie es aussieht mit den Lineups. Und da war ja der Name NAG natürlich auch bei uns in den Büchern drin. Und dann gab es gleich am ersten Spieltag so einen kleinen Dämpfer, eine 0-2-Niederlage gegen die Sissy State Punks, wenn ich richtig bin. Wie kam es dazu zustande und vor allen Dingen, wie habt ihr dann den Umbruch wieder hinbekommen? War das nur so eine Art Ausrutscher oder wart ihr da noch so im Stress, dass ihr euch nicht richtig vorbereiten konntet? Was war da los? Also ich glaube, erstmal hatten wir einen Off-Day an dem Tag und das war so das erste Official wieder gegen deutsche Teams auch. Das ist nochmal immer was anderes, als nur international zu spielen. Da geht es dann manchmal vielleicht um mehr Druck, dann will man das unbedingt gewinnen. So, es sind halt viele Sachen. Das ist das erste Match jetzt wieder, da möchte man natürlich gut starten. Ich glaube, da haben wir uns einfach zu viel Druck gemacht, innerlich, ohne dass man das sagt, dass man zu viel Druck macht. So, da hat dann jeder ein paar mehr Fehler gemacht, die man sonst nicht hätte machen können. Und man muss auch sagen, CC State Punks hat gut gegengeschossen und haben auch super gespielt. Also, das muss man denen da auch lassen. Aber wir haben uns so, ich glaube, insgeheim so ein bisschen viel Druck gemacht, würde ich sagen. Und dann ging es halt. Und dann haben wir halt immer mehr in der ESL-Meisterschaft und wieder 19 Damage gespielt und dann sind wir langsam wieder ins Rudern gekommen. Ihr habt ja auch viele verschiedene Wettbewerbe, die ihr spielt. ESL, 19 Liga, dann in der ESL Advanced noch unterwegs und überall ging dann die Leistungskurve, überall ging die Leistungskurve ja generell die letzten Wochen nach oben, so wie ich es jetzt verfolgt habe. Wie ist das generell? Also ihr habt diese drei Turniere quasi, diese drei Ligen dann irgendwo, die ihr bespielt. Wo liegt der Fokus drauf? Geht in den einen Wettbewerb vielleicht ein bisschen weniger Vorbereitung rein? Ist es vielleicht leichter, sich auf die Deutschen vorzubereiten, als vielleicht auf die sehr Advanced Teams, die dann aus aller Welt kommen? Wie sieht das aus? Also die sehr Advanced Teams sind auch alle sehr, sehr gut. Da haben wir natürlich jetzt erstes unseren Fokus drauf gelegt, aber wo wir auch wussten, dass wir jetzt schon mal auch in der Liga bleiben. Unser Ziel war es halt erstmal Klassenerhalt zu haben oder zu schaffen. Dann haben wir uns da mehr wieder auf die Deutschen konzentriert und man muss auch echt sagen, dass die Deutschen mittlerweile immer besser werden. Man sieht ja auch immer mehr Deutsche in Advanced drin. Und es ist halt, man kommt halt nicht mehr so einfach weg, wie wenn man einen Off-Day hat, ne, verliert man auf einmal 2-0 so. Das hat man damals nicht gehabt, finde ich, so vor ein paar Seasons noch. Und so haben wir uns dann jetzt so auch mehr auf die jeweiligen Gegner ein bisschen mehr vorbereitet, damit wir auch einfach wissen, was sie spielen. Weil vorher war das dann eher so, okay, wir spielen unseren Stiefel runter und dann reicht das. Aber also die Skilldichte hat sich erhöht in Deutschland, würdest du sagen, Deutschland würde ich schon sagen. Also sie sind alle sehr viel taktischer geworden, sehr viel spielen mehr zusammen. Es geht nicht alle Teams, aber so ein CC State Punks, wie gesagt, die spielen sehr gutes CS. Und da muss man halt echt aufpassen. So, und so ein eSports Rhein-Neckar, wenn das auch wieder reinkommt, dann sind das auch sehr gute Spieler alle, ne? Das darf man halt nicht unterschätzen immer. Ich glaube, das tut keiner, der schon mal gegen sie gespielt hat. Du hast es ja auch erwähnt, die sind schon so lange dabei. Da ist ja auch ein Haufen Erfahrung mit drin. Ich möchte noch mal ganz gerne einen Blick werfen. Letzte Season wurdet ihr ja Meister. Und ich habe mich mal ein bisschen da reingelesen. Und lustigerweise ist der Tweet von der Meisterschaft bei dir tatsächlich auf Twitter immer noch ganz, ganz oben angeheftet. Was war das damals für ein Gefühl? Ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, 3 Monate. War das deine erste große Meisterschaft? Oder warum war das vielleicht für dich was ganz Besonderes, weil ich meine, wenn es immer noch auf Twitter dein Ding da oben gepinnt ist, wie hat sich das angefühlt? Ja, also wir sind ja schon echt lange bei 19 Damage dabei, also ich würde sagen, Red und ich, wir spielen ja schon seit Eyes on You zusammen, das sind über 10 Seasons fast und jedes Mal Division 1 und jedes Mal wurden wir dann Dritter, Vierter, Fünfter und wenn man dann das dann zum ersten Mal gewinnt, ist es natürlich auch ein Meilenstein, den man erreichen will, ne?
Und das war so das erste große Ding, was wir mal gewonnen haben. Und auch deswegen ist man auch stolz. Also jeder von uns hat auch jetzt bald einen Pokal. Wir haben uns alle einen angefertigt und den stellen wir uns auch rein in die Zimmer, ne? Also Habt ihr da euch ist die schon ein bisschen. quasi abkopiert, ja? Ja, Also genau. jeder, ach, wie geil. Also Das ist ja cool. man ist schon ein bisschen stolz drauf, was man macht. Und da sieht man das halt, ne? Und wir waren echt wirklich heilfroh. Ein Sky, der war so glücklich, dass wir das gewonnen haben. So, das ist halt, jeder war bei uns super glücklich. So, das ist halt einfach, dass man auch mal für die Mühe, die man als Teilzeitteam noch investiert, belohnt wird, ne? Das Ja, ist dann halt schön. so schade, dass es nicht offline war, Mann. Das hätte ich so gerne Ja, miterlebt. wir auch. Das wäre geil gewesen, ja. Scheiß Corona, Mann. Ah ja, kommt Ja, bald alles wieder. Jetzt habt ihr den Titel geholt. Seid ihr jetzt satt oder glaubt ihr, dass dieses Jahr das Ganze nochmal möglich sein könnte? Habt ihr da alle richtig Feuer noch im Hintern? natürlich, wir haben alle sehr, sehr viel Feuer. Wir wollen auch wieder jetzt in der Tabelle ganz oben stehen. Natürlich hat sich das Kovana-Match jetzt verschoben, dass wir das irgendwie beweisen können. Aber dafür, also wir würden wieder alles dafür geben, um den Titel natürlich zu verteidigen. Und wir haben auch alle genug Feuer. Sehr schön, hört man gerne. Wer glaubst du, ist die größte Konkurrenz dieses Jahr oder diese Season besser gesagt? Also ich habe als erstes, so am Anfang der Season, dachte ich halt Kovana und Unicorns of Love. Aber wie gesagt, Sissy State Punks hat sich auch echt gut gemacht in beiden Ligen und auch in der ESEA Advanced. Also die würde ich auf jeden Fall mit nach oben setzen. Ich denke, das sind so die drei Teams, die uns gefährlich werden könnten. Was würdest du Sehr schön. sagen zu den Teams, die heute jetzt auch antreten, direkt im Folge dieses Liga-Talks, die Epic Dudes und Pixlip Gaming? Wie ist da deine Einschätzung zu? Epic Dudes ja auch mit bekannten Namen ausgestattet, sind die beispielsweise. Wie schätzt du die beiden Teams ein? Das ist auch eine schöne Kombination. Also die Epic Dudes, die haben auch alle sehr, sehr gute Spieler, die sich auch, glaube ich, sehr gut verstehen miteinander. Das ist auch echt ein Synergy-Team. Die sehe ich jetzt nicht ganz oben, aber ich sehe sie auch im oberen, also so als Fünfter, Sechster. Ich denke da, dass sie da auf jeden Fall, wenn sie noch ein bisschen mehr trainieren und natürlich länger zusammenbleiben, da auch noch viel erreichen könnten. Und genauso Pixlip. Pixlip ist natürlich mit dem erfahrenen Tahsin und so, mit Devran, dann noch den beiden, also Kri und Husky, sind sie natürlich sehr, und natürlich Marix, das Talent. Das sind auch sehr, sehr gute Spieler. Was mir da ein bisschen fehlt, ist vielleicht manchmal das Teamplay, was ich da nicht sehe oder zu wenig sehe. Und die Struggle mancher finde ich ein bisschen von Day to Day. Also manchmal sind sie übertrieben gut und manchmal sind sie dann ein bisschen Die schlechter. Ich Konstanz glaube, fehlt noch. genau, ich glaube, da fehlt ein bisschen die Konstanz bei denen. Aber sonst sind das auch echt gute Spieler und auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, also es gibt sehr, sehr viele Teams momentan, die man echt nicht unterschätzen darf, weil man sonst mal kurz auf die Schnauze fliegt. Also es ist. Sehr schön gesagt, weil man sonst kurz mal auf die Schnauze fliegt. Liebe Zuschauer da draußen, wir haben es ja jetzt so ein bisschen schon zu unserem Ding hier gemacht, dass wir euch natürlich möglichst auch integrieren wollen hier bei uns. Deshalb, wenn ihr noch Fragen habt an den guten Paddy, dann habt ihr jetzt natürlich die Gelegenheit, im Chat diese Fragen rauszuballern. Und der gute Desray, der wird sich das Ganze mit seinen Glubschis dann zu Gemüte Ich habe führen ein Schielauge und dann drauf. weiter. Eins. Vielleicht meinen wir noch ein zweites. Mal gucken. Okay, will ich sehen. Lass sehen, Brudi. Deshalb, also ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, ansonsten quatschen wir halt einfach weiter mit ihm über den aktuellen Stand der Dinge. Paddy, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich habe das auf der 99 Damage Liga nicht gefunden als Info. Ja, ich bin schon 23, ich bin schon alt. Oh, bin Alt, alt, alt. 23. Ja. Haben wir wenigstens was gemeinsam, das ist ja auch was. Ich hab vom Schinski habe ich gehört, du hast schon Nachkommen gezeugt. Du Ja. bist also auch noch in kompletter Dreifachbelastung unterwegs. Also momentan ist es alles sehr viel, aber ich probiere mein Bestes, um alles unter den Hut zu bringen. Nee, ja, 2,5 Monate ist sie alt. Eieiei. Süßes Baby ist es. Gratuliere. Dankeschön. Nee, ist Ja, alles gut. gratuliere auf jeden Man Fall. muss nur erstmal damit klarkommen, aber sonst ist wirklich. Also wir haben keinen Stress oder so, was irgendwie das betrifft. Also kann ich mich auch dann auf CS konzentrieren, wenn es nötig ist. Und man muss halt die Zeit ein bisschen anders planen, aber sonst geht das effektiver nutzen, würde ich sagen. Aber sonst kriege ich das eigentlich gut unter den Hut. Manchmal ist es ein bisschen viel Stress, aber es geht. Habt ihr denn noch so Zeit für, ich sag jetzt mal, doof, Real-Life-Freunde? Also klar, die kann man im Augenblick sowieso eher selten treffen, aber jetzt bist du so noch für meine, sag ich mal, Augen, ja, und für mein Gehirn bist du noch sehr jung, hast jetzt schon ein Kind, spielst Counter-Strike professionell. Bleibt da noch Zeit für andere Hobbys und Freizeit, Kumpels? Ja, na klar, also wir spielen halt von Montag bis Donnerstag.
Und dann halt Sonntag, das ist dann meistens Freitag und Samstag, außer es sind mal Turniere oder so, sind dann frei und da kann ich mich dann halt auch mit Kumpels und so treffen. Meistens dann mit meiner Frau zusammen oder halt, wenn ich dann halt auch manchmal nicht arbeite, ne? Also ich arbeite ja auch in Teilzeit bei meinem Job und da ist es dann halt entweder 2 Tage oder 3 Tage und wenn halt mal ein freier Tag da ist, dann trifft man mal seine Mama oder trifft man mal auch seine Kollegen, ne? Aber Je eine schöne nachdem. Kombination, dass es geht, aktiv Counter-Strike auf dem Level zu spielen, parallel dann noch seiner Tätigkeit nachzugehen, wenn eben auch in Teilzeit und das Familienleben dann auch noch dran. Zumindest wird dir, glaube ich, nicht langweilig, aber Nee, wenn du mal zu das Hause glaube ich sitzt nicht. und sagst, ich brauche jetzt was zu essen, ich habe keine Zeit zum Kochen bei dem Ganzen, was da wegfällt, muss ich jetzt eine Frage aus dem Chat nehmen: Der Dönerteller mit Reis oder mit Pommes ist da die ganz wichtige Schon wieder? Frage. Es ist, glaube ich, auch derselbe, der sie immer stellt, aber so penetrant, dass Pommes. ich sie erwähnen Team muss. Pommes. Ich bin nicht Danke. so. Danke, dass hier endlich Pommes normale ist. Menschen unter uns sind. Sehr schön. Manchmal auch halb-halb. Nein, aber viel Pommes. Also 90% Pommes. Eigentlich. Ich glaube, Marvin war so ein Reisverfechter, aber der ist ja eh so ein Gesundheitstyp, glaube ich, ne? Ja, Ja, also wie reißerische gesagt, These auch. auf Ernährung achten tue ich auch, so ist es nicht, aber Pommes müssen sein, wenn Pommes da sind. Das ist Ich schon. nicht so. Ey, solange man glücklich ist, wirklich. Ich gönne mir Grüße vom gerne Chef sind übrigens auch noch da. Der NLG-Account Danke. schreibt auch noch, welches ist die beste Orga in der 99-Damage-Liga. Also ich Dann gebe dir fühle 3 Minuten ich NLG. Bedenkzeit. Okay, das kam sehr schnell. Bestimmt. Wie kannst du dir so sicher sein? Hast du alle schon ausprobiert? Also, das wusste man schon von vorne ab, wo sie kommen. Selbst der Name ist ja am besten so von allen. Das ist ja einfach so. So, ich gucke gerade noch mal ein bisschen durch. Ja, scroll mal. Paddy, wer kümmert sich Tag und Nacht um dich? Grüß dein Manager. Darf ich fragen, Paddy, was arbeitest du denn, wenn du sagst, du arbeitest noch halbtags? Ich bin nicht halbtags, sondern Teilzeit, also schon einen Ah, vollen Tag, okay. aber nur 3 oder 2 Mal die Woche. Ich bin Elektriker nebenbei, also Elektroniker, habe da damals meine Lehre mit 16 gemacht und bin dann halt ausgelernt und verdiene halt damit noch ein bisschen mein Geld. Weiß dein Chef, was du machst? Ja, der supportet das auch voll. Also ich habe damit Krass. auch keine Probleme, mal zu sagen, kann ich mal die Woche nicht arbeiten, dafür die nächste Woche mehr oder also Krass. das ist wirklich sehr flexibel bei uns. Du arbeitest aber in Deutschland, ja? Ja. Crazy. Wo gibt's sowas? Ja, ist Hamburg. Muss den richtigen Chef erwischen, scheinbar. Nee, es ist wirklich, also Ja, cool, finde ich gut. da zeigt er mir auch manchmal Zeitungsausdrucke, wenn es um CS geht und so, ist ganz süß alles. Der hat sogar mal ein Match von mir geguckt, also so ist es nicht. Also, das ist schon eine süße Arbeitsstelle dafür. Ich glaube, da beneidet dich fast jeder um die Konstellation und den Ja, Arbeitgeber, der da so drauf reagiert und das sogar noch, wie du ja sagst, wirklich, da kann supportet. man echt Glück haben, wirklich. Sehr cool. Sag mal, Desiree, wie kriegst du deine Augen so weit auf? Das ist ein Trick tatsächlich. Das hat mit Substanzen. Nein, Spaß. Ja, das sieht schon wieder so aus, als ob ich hier irgendwas genommen Weiß hätte. ich Das ist so. nicht. Aber ist nicht so. Ich hätte es sieht aus, als hätte ich was. Aber gut. Das kann man dann hin und her auslegen, ne? Oh, da kommt eine Frage aus dem Chat, sehe ich gerade. Einige Bei Fragen im welchem Chat. Spieler kommt bei Paddy der Fanboy raus? Oh. Ah. Also so richtig mit Sternchenaugen. Ja. Also wenn es so bei Big gucke ich sehr gerne Tapsen zu, auch mal Demos von ihm. Das mag ich sehr, den Spieler. Und sonst, ja, ich bin nicht so ein Mensch, der so doll auf andere achtet. Also Big gucke ich mir gerne an und sonst, wenn man so überlegt, also so ein Dupree mochte ich auch damals sehr gern. Oh ja. Das waren so die Simple natürlich, wer nicht, das ist immer nett anzuschauen. Aber das, ja, das ist so, würde ich sagen, wenn ich jetzt bestimmt irgendeinen vergessen, aber ich habe nicht so viele Spiele, auf die ich so vollkommen achte, wo ich denke, Alter, das ist mein Favorite. Was haben wir noch? Haben wir noch was? Haben wir noch Ich warte was? noch gerade. Also lasst euch gerne noch ein paar Fragen einfallen, liebe Leute im Chat. Haut gerne noch was raus. Der Paddy ist noch hungrig. Ich sehe da noch was. Du siehst noch Was ist was? dein Favorite Skin, Paddy? Ach, da, tatsächlich. Oh, als Messer oder als Skin? Machen wir Boah. ruhig beides, machen wir ruhig beides. Da gibt es Unterschiede. Oh. Ja, das ist. Also, Messer ist es halt meistens. Also, Fade. Also, Fade mag ich sehr gerne. Also egal eigentlich, welches Messer es ist. Wenn es Full Fade ist, ist es immer extrem schön. Boah, AK. Fire Serpent mag ich gerne. Ich mag echt viele Skins, die echt Farben haben oder
Also Desert Eagle Blaze ist mit absolut meine Lieblingswaffe, so Okay. würde ich sagen. Was war der teuerste Skin, den du dir selbst mal gekauft hast? Das ist also selbst gekauft. Es kam halt immer Stück für Stück, ne? Also das war mein Talon-Messer, also FN Fate, ich glaube für 1200 oder so. Bitte Das was? gekostet. Untere Preiskategorie, ne? Ja, irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr so genau. Schickes Ding auf Wow, jeden ey. Fall. Was? Kann man von Div 1 leben, wird noch gefragt. Hast du ein Stück weit schon beantwortet? Du machst es ja in Teilzeit, gibt auch durchaus mal Fullzeit-Teams in der Div 1, aber du kannst es so machen, dass du das ja gesplittet hast. Aber. Ja, also selbst so könnte man das irgendwie schaffen, aber so wie wir jetzt verdienen, aber ist halt, also man kann davon leben, ja, wenn du halt erstmal eine gute Organisation, die auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, oder die das Geld auch haben, in die Hand klingt immer so falsch, die das Geld auch zur Verfügung haben, dann kann man schon davon leben, ja. Ja, so eine eindeutige Aussage dazu auf jeden Fall. Da möchte ich noch eine Nachfrage. Hast du irgendwie selbst auch was erlebt, dass dieses Thema Corona hat ja bei vielen Teams, bei vielen Sponsoren, bei vielen Organisationen so auch ein bisschen das Engagement zurückfahren lassen? Habt ihr da selbst auch Beeinträchtigungen erlebt durch diese ganze Phase jetzt zurzeit? Also eigentlich jetzt, also in der Organisation jetzt nicht so. Unsere alte Organisation war halt ein bisschen kritisch geworden dann. Dann wurde das Geld halt lieber woanders dann reingepackt. Ja, also man hatte echt Probleme, eine Organisation zu finden, die auch das, was wir wollten, jetzt, ne, also dann auch das zahlen können zum Beispiel oder die auch allgemein zahlen können. So, das war halt echt schwierig. Das gestaltet sich ein bisschen schwierig, glaube ich, momentan. Weil viele Sponsoren einfach auch momentan noch warten, ne, bis sie was Ja, Neues in Angriff nehmen. glaube So, ich. ich glaube, das ist ein bisschen, dass das Geld halt momentan nicht so schnell rausgerückt wird. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei irgendeinem Sponsor, der sonst hätte, so mit Offline-Events und so, weißt du, wäre der gejoint, aber dadurch, dass das jetzt alles natürlich nicht ist, wartet er noch, ne? Dann müssen die Organisationen natürlich auch warten. Verständlich. Ale hat schon wieder eine Frage gestellt. Wenn ich mal vorlesen darf. Ich muss mal ein bisschen näher. Hast du dir erträumt, mal Profi-CS zu spielen, als du angefangen hast? Oder also war das schon immer ein Traum von dir oder bist du da so mehr oder weniger reingeschlittert? Nee, also erst mit meinen Kumpels da Matchmaking gespielt. Ich komme von COD. Und dann haben wir das Spiel gewechselt so ein bisschen, weil es langweilig wurde. Und dann haben Hey. wir halt die ganze Zeit Matchmaking gespielt. Aber wie lange Und ist das her? Du bist ja jetzt schon sehr lange boah. auch schon Ich, ich erfolgreich habe dabei, ich hab, professionell ich hab, dabei. ja, aber ich habe echt spät angefangen mit CS. Also ich glaube mit 15 oder 16 habe ich angefangen, vernünftig CS zu spielen, Matchmaking. Und dann ging es halt ganz schnell auf Faceit. So auf Faceit und dann hat man sich hochgegrindet und dann wurde man immer besser. Und irgendwann kam das erste Team dann mit Faceit, Teamfinder war das noch. Und da hat man dann langsam angefangen, doch schon zu träumen, dass man irgendwie mal Geld damit verdient und auch oder als Profispieler einfach agiert so. Wie ist das damals passiert dann? Also wer hat dich von COD zur richtigen Seite dann so langsam rüber manövriert? Die kennt keiner. Also das sind einfach meine Kumpels, die, wo so, wir wollten ein neues Spiel spielen, dann haben wir Counter-Strike gespielt. Und dann haben wir halt immer weitergespielt. Und dann habe ich erst mit denen ein Team gehabt. Dann waren aber manche halt nicht so, hatten nicht so viel Bock zu spielen oder hatten Studium oder. Und dann habe ich halt immer weitergespielt. Und dann irgendwann bei Faceit Team Finder, wie gesagt, habe ich dann die ersten gefunden, die halt auch Faceit Level 10 waren. Und dann haben wir halt zusammen gespielt. Das war dann damals so ein Österreicher MNL. Den kennt ihr, glaube ich, nicht. Also MNL natürlich, aber Ja, also nicht den MNL, machen sondern wir einen das Pass anderen. nicht auf. So, ja, richtig. Oder halt ein Mixio, also MXIO. So, mit Jhinso habe ich damals auch gespielt. So, das war so die Anfangszeit, wo es dann angefangen hat. Hast du da schon irgendwo dann im Blick irgendwo, oder wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, da gibt es eine professionelle Szene dahinter, da kann man im Zweifel auch Geld verdienen? Ja, Wie kam das? dann hat man ja die Streams geguckt, ne? Also die Streams rund um 19 Damage oder ESL, wie dann damals noch mit Devisen, mit Alex R und so gespielt haben. Und dann wollte man natürlich auch da hochkommen. Und irgendwann war es dann soweit, ne? Und dann haben wir uns halt, wie gesagt, erstmal angefangen zu spielen. Ich glaube, Division 2, dann hatten wir unser erstes Wise Wizards Academy, waren wir dann damals noch. Und ja, dann konnten wir uns langsam hochspielen in die Division 1 und in die Profi-Szene.
Jawohl, es gibt ja auch genug Spieler, die lange, lange dieses Spiel spielen und gar nichts von der professionellen Szene wissen, die das überhaupt nicht verfolgen. Da muss ja auch erstmal dieser Erstkontakt dann geschaffen werden, dass man Ja, oder man überhaupt muss auch das Bock dazu realisiert haben, ne? und Bock dazu Man, haben, sich dauerhaft so zu verbessern, ja. viele, es gibt ja auch einfach die Casual spielen, die einfach ein bisschen spielen. Klar. Ist ja völlig okay. So, aber ich wollte halt immer besser sein und immer weiterkommen. Und zum Beispiel jetzt, und der Ehrgeiz war ja ziemlich doll da. Und dass man dann halt auch gesehen hat, ey, man kann da sogar Profispieler werden und man hat auch Bock zum Profispieler, dann probiert man es einfach, ne? Obviously hat's geklappt. Würdest du sagen, du bist auch grundsätzlich so ein ehrgeiziger Typ Ja, oder voll, okay. überall. Also überall, wo ich gespielt habe, ob es Fußball ist, habe ich immer eigentlich 100% gegeben. So, Beneide das. das Bei mir ist ist. es nur beim Zocken so. Ja, also Schule war auch immer schwierig. Das war nicht mein Top-Thema. Ich war dann eher einer, der die ganze Zeit Fußball draußen gespielt hat oder allgemein sich mit anderen gemessen hat. So, also Wettbewerb mochte ich immer sehr gern. Da kommt noch eine Frage. NiP oder Fnatic? Jetzige Lineup? Ich denke. Historisch als Orga wahrscheinlich eine andere Antwort als jetziges Lineup, nehme Ja, ich an. richtig. Ja. Also historisch definitiv NiP, jetzt Fnatic. Auch wenn Fnatic sehr struggelt momentan, aber sonst Fnatic. Aber Ja, das und Key dann. Lineup gefällt dir natürlich auch von damals, nehme ich mal an. Das Ja, MIP Lineup. natürlich, wer wenig. Also, das ist ja nun mal. Das ist halt nun mal Nostalgie, ne? Auch. Da hat man dann auch die ersten Matches geguckt und wie gesagt, Herz in Augen gehabt, dass man da auch das spielen will auf Stages und so, ne? Das ist halt nun mal so. Schöne Zeit gewesen, auf jeden Fall. Ja, wirklich, So wirklich. Leute, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Dann sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Es ist nämlich 18:30 Uhr und Marvin hat gesagt, wir sollen nicht immer so überziehen. Vielleicht die. Ne, die ist ja Blödsinn. Singst du auch unter der Dusche immer das Pokémon-Lied oder wie pushst du dich jeden Tag? Einfach Kannst du unter das der Dusche Pokémon? weint. Nein. Ich kann das bestimmt, ja. Jetzt sofort auf Anhieb? Nee, das singe ich jetzt Und wenn ich nicht. Wir geben den anspringe? Anschub. Nein, 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 nein. Also, ich kann's nicht, Jungs. Lassen Wir wir haben es es dabei versucht, stehen. Leute. Wir haben es Wir haben versucht. alles probiert. Gut. Er will der Allerbeste sein, aber er will nicht singen. Was sollen wir machen? Da reicht die Dann, Motivation nicht. dann erstmal dir vielen herzlichen Dank, Paddy, dass du Kein Problem. heute dir die Zeit genommen hast, um mal mit uns zu quatschen. Entschuldigung nochmal, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber war ein netter Schnack mit dir. Weiterhin viel Erfolg in der Liga, in Dankeschön. deiner Karriere und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Nachwuchs, ne? Toi, 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 bleibt gesund und Danke. viel Spaß weiterhin. Bleibt auch Jawohl. gesund, Jungs. Viel Spaß euch noch heute. Wir hören uns. Wir hören uns Schönen bald Abend wieder. dir. Bis dahin, Ciao, ciao. ciao. Sehr schön. Er will also der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Gut, Desiree, tatsächlich war es das auch an dieser Stelle für heute. Vielen herzlichen Dank auch an dich, dass du mal eingestiegen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir zusammen. Ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg heute, denn es geht ja für dich gleich weiter hier im Anschluss mit den Matches aus der Division 1. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, liebe Leute. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben hier. Follow, follow, follow. Ja, Kanal, ach, am besten abonnieren. Immer Alles abonnieren, volles immer Programm. reinballern, immer reinballern. Und dann geht es hier weiter in einer halben Stunde, ne? Geht's los, das Genau, Match. da ist Matchstart. Dürft gerne schon ein bisschen früher da sein. Wir quatschen noch ein bisschen über das Match. Und dann geht das auch heute los mit Also, leider nur einem Best of Two. was zu knabbern, was zu trinken und dann seid ihr gleich wieder hier. So sieht's Selbe aus. Welle, selber Ort. Tschö. Ciao, ciao.